Deine Mutter, Lord Voldemort. Wo sind sie denn hier? Ach, ja, okay. Ich hätte gerne mal neue Waffen. So. Danke schön. Was macht der denn da? Ist er da jetzt festgebackt oder was? Ah, sehr schön. Komm nach, wenn du fertig bist, was immer du da machst. Was auch immer du da machst. Ah, der hat sich schon aufgeräumt, wie ihr seht. Hier waren ein paar Freunde. Alte Bekannte. So, ich würde gerne da hinten. Mach ich später. Was? Aha, du wolltest mich mit einem Autoshotgun abschießen? Dann lernt das mal, wie die funktioniert. Mistwolf. Echt mal. Keine Ahnung von der Welt. Auch nicht schon wieder so ein Ding, das bringt nichts. Ah, wie gesagt. So, jetzt seht ihr, ich stelle das Ding jetzt mal hier hin. Oh! Ist noch falsch belegt. Inventar, ja, nee, ist klar. Next Item ist die 0 und Previous Item ist die 9. Ja, ich weiß, normalerweise ist 9 und 0 das hier, aber das sind irgendwelche Spezialwaffen, die ich sowieso nie nutze. Und die es auch nur bei Project Brutality und ein paar anderen Mods gibt. Normalerweise nutzen sämtliche Mods nur die Slots 1 bis 8. Und deswegen habe ich für mich gesagt, gut, 9 und 0, weil es gleich daneben ist, nutze ich für die Items, um die auszuwählen. Weil es einfach dazu passt. So, das ist genau, alles andere passt. Gut. Okay. Das kann ich nämlich auswählen hier unten. Da unten. Seht ihr das? Welches Item ich ausgewählt habe. Und da aktiviere ich jetzt mal dich. Und da kommen jetzt praktisch drei Männerkicken raus. Tada, und dann verschwindet das Ding. Ab, weg ist es. Und das Problem ist halt, diese drei Männerkicken sind dazu für dieses Level jetzt da. Nach dem Level sind sie weg. Und deswegen war es halt ultra dumm, dass sie jetzt bei der anderen Map da waren, weil da war es am Ende der Map. Das heißt also, die haben überhaupt nichts mehr gebracht. Und das war halt der Grund, weil statt dem Ding kann ich gesagt auch diese Sentry-Box droppen, also das Ding. Und deswegen habe ich mir gedacht, das jetzt einfach im Nachhinein zu geben gehabt. Das erachte ich bloß als fair. Weil es ist, was von der was von den beiden kommt, ist Zufall. Von daher. Was ist das für ein Wichser? Das war mein Schatz. Achso, um hier raufzukommen, muss man normalerweise diesen Schalter drücken. Halt er erst kürzlich ab und dann erkläre ich, wo ich es noch wieder länger brauche. Ist das behindert?
Nein! Boah, Alter! Ich dachte gerade schon, das war's jetzt. Ja, los, hör auf zu brennen, ich will da hin. Arschloch. Whatever. So, hier waren jetzt wieder Gegner. So. Oh, wir haben immer noch nicht. Alter, ich speichere viel zu selten. Ich meine, ja, wenn ich privat spiele, speichere ich nie. Heißt also, wenn ich verkacke, muss ich das gesamte Level neu machen. Oh, ist ja lieb. Das Problem ist nur beim Let's Play geht das nicht. Hey, wie kann ich diese. Was war denn das? Ich muss nicht dieses Ding öffnen. Scheiße. Ich war doch da gerade drinne. Leute, ich weiß gerade nicht, was ich jetzt machen soll. Das hier? Oder was ist das hier? Das hier war's, oder? Jetzt wird, ja, jetzt ist das Ding offen. Alle von mir, alle von mir. Wir haben genug Kuchen für alle. Das gefällt mir. Dankeschön, Dankeschön. Ja, und wie ihr seht, bei dem Leben und bei dem Dichterbumster, es gibt hier keine Obergrenze. Es gibt nur eine Obergrenze, was man mit den normalen Items aufladen kann. Okay, ich kann raus, bevor mein Dichterbumster nicht vergeht. So. Hat da gerade noch wer rumgeschossen? So, dann kommen wir zum nächsten Bereich. Alter! Was war das denn gerade? Hast du mich nicht gesehen oder was? Menschenskinder. So. Och, nicht wieder so ein Kapitän. Alle rauf da, alle rauf da. Alter, der muss sterben. Wo die Dinger, die sind mächtig da. Boah, diese Flammdinger. Ich fick euch alle in den Schuh. So, hier aufpassen. Sobald ihr die Karte berührt, geht das Ding runter. Deswegen einfach durchrennen. Tada! Dann stellt zwar alle anderen, aber gut. Elefant, ja? Ach, ihr seid so dumm, Leute. Ihr seid so dumm. Ihr kennt eure eigene Map nicht. Quick Save, ja. Oh. Aha. Jawohl. Es wird immer stärker. Ah. Ja, die Waffe kann man auch dual nehmen. Brauche ich aber auch jetzt mal zwei dafür. Das macht Sinn. Och, du Kacke, wo bin ich jetzt gelandet? Na komm. Los. Scheiße. Kacke. Arsch. Vielleicht hätte ich dieses geheimen Dings der Monster doch noch nicht machen sollen. Hey, ist auch schon. Alter, ich hab auch schon wieder diese Lightning Map verstellt. Da seht ihr, das Licht ist unter dem eckigen Schalter. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Alter, Glück ab. Wow. Hä? Wann geht's denn hoch? Sind noch zwei von euch da? Oh! Einer ist hier drin? Ach nee, ist auch nicht. Ich dachte gerade schon, einer ist hier drin gestorben, aber dieses rote Viech hat einfach nur grünes Blut.
Wahrscheinlich um den Kontrast wieder zu erhöhen. Ich weiß nicht. So, hier geht's jetzt weiter. Das ist jetzt ein bisschen total behindert. Leute, was macht ihr hier? So, und zwar, wenn man da reingeht, sind nämlich diese beiden Türen, wo natürlich Monster sind. Deswegen gehe ich erstmal hier rein. Boah, Leute, passt auf! Hier sind Fässer. Die machen Bumm. So. Das ist auch wieder ein Trap. Wenn er hier drin ist, ist das Ding zu. Man kommt also nicht mehr raus. Außer über einen Geheimweg. Das da. Und dann ist natürlich wieder Monster hinter. Wer hätte es gedacht? Danke. So. Hä? Schade. So, dann machen wir mal das, was man normalerweise nicht macht. Eine Falle aktivieren. Geronimo! Arschloch! Arschloch! Alter, warum sind die so viele Waffen? Hab ich hier gar nicht in Erinnerung, dass so viele Waffen rumliegen. Das wollte ich noch gar nicht. Na gut. Wobei doch. Wäre jetzt das nächste gewesen. Wir bewegen uns nämlich langsam aufs Ende der Map zu. Lass uns einmal Viecher in Ruhe. So, hier ist ein bisschen tricky. Erstmal da runterspringen. Dann einmal Enter drücken, dann wieder raufspringen. Also normalerweise kann man ja nicht springen, dann müsst ihr also ganz schnell rennen. Dann hier hingehen. Und sobald ihr bei der Tür seid, kommt das Ding. Und tada, könnt ihr das mitnehmen. Dankeschön. Und jetzt. So, das war's. Die Map haben wir geschafft. Na komm. Quick Save. Wie gesagt, wie ihr schon seht, diese ganzen Maps von Doom und Doom 2, wobei Doom 2 Maps sind ja glaube ich auch schon etwas länger, aber gerade diese ganzen Doom Maps, die sind relativ kurz im Vergleich zu Extermination Day oder halt anderen modernen Maps. Aber gut, dafür kann ich schön viele aufnehmen. Das alles hier habe ich heute aufgenommen. Ist das behindert? Okay. Ciao mit V.